Inzwischen beschäftigen sich auch Polizei und Staatsanwaltschaft mit dem Absturz der beiden Eurofighter-Kampfflugzeuge in Mecklenburg-Vorpommern. Es bestehe der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung. Die Bundeswehr geht selbst bereits dem Verdacht nach, dass der Schleudersitz des am Montag umgekommenen Eurofighter-Piloten nicht ausgelöst hat. Erste Indizien am Wrack deuten wohl darauf hin. Nach Informationen der Bild-Zeitung wurde unter anderem intaktes Explosionsmaterial gefunden, das zum Beispiel vor dem Ausstieg die Cockpithaube wegsprengt. Der Pilot der zweiten Unglücksmaschine überlebte den Absturz. Sein Schleudersitz hat funktioniert. Er landete mit dem Fallschirm in einem Baum und konnte gerettet werden.